Ja moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und zwar sollte in diesem Video mal um die neue Pumpgun gehen. Die Shotgun, die Pumpgun ist jetzt nicht so neu, aber ist schon ein bisschen länger so. Aber ich dachte mir, ich muss mal ein Video zu diesem Thema machen. Es nervt mich einfach hardcore in letzter Zeit. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber mehr dazu kommt gleich auf jeden Fall. Wenn ihr auf jeden Fall einen Battle Pass bekommen möchtet und noch keinen habt, dann bleibt bis zum Ende dran. Ich verlose nämlich 3 Battle Pässe für euch, für meine Abonnenten als kleines Dankeschön, da ich ja schon bald die 20k erreicht habe, aber mehr dazu kommt auf jeden Fall gleich. Viel Spaß! Auch wenn schon viele was dazu gesagt haben und dieses Thema ja ein sehr, sehr großes Thema ist derzeit und viele sich beschweren, Streamer, YouTuber und auch ganz normale Leute, die spielen einfach, ich muss es auch nochmal ansprechen. Es nervt mich einfach so krass und brutal in letzter Zeit, dass die Pump so schlecht geworden ist. Ich weiß nicht, was Epic Games sich dabei gedacht hat und warum sie es so gemacht haben, aber diese Pump macht gefühlt keinen Schaden mehr. Ich treffe exakt einen Headshot und ich blende das auch im Hintergrund ein, diese Slow Motions sogar, dass ihr das sehen könnt, dass ich genau auf den Kopf drauf bin und genau den Kopf getroffen habe. Und Leute, er trifft einfach nicht. Ich schieße ihn ab, da kommt ein 7er Hit oder so. Keine Ahnung, so ganz komische Sachen. Ich gebe den Typen einen Hit, auf einmal bin ich tot und der Typ hat gar keinen Schaden bekommen. Richtig komische Sachen passieren mir in letzter Zeit. Ich habe dem Typen einfach mal ein 80er Heli gegeben und mit einer blauen Pump oder so war das, oder mit einer grünen Pump, ist ja egal. Trotzdem muss sie definitiv mal mehr Schaden machen. Das geht einfach nicht. Ich gebe ihm ein 80er Headshot, Leute. Einfach ein 80er Headshot mit einer blauen Pumpgun. Leute, ich habe auch noch perfekt den Kopf getroffen, da steht aber 85 und ich sehe sogar, dass dieser Shot sozusagen gehittet hat. Erklärt mir es bitte, Leute, ich kann es einfach nicht verstehen, es nervt mich so hardcore. Man kann auch nicht dazu sagen, dass das laggt oder so bei mir, weil ich habe einen Ping von 30 und ein 30er ist schon relativ guter Ping, also ist okay der Ping, also ist jetzt nicht schlecht. Natürlich geht es immer besser, aber ein 30er Ping ist definitiv nicht zu hoch, dass man sagen könnte, okay, es hat gelaggt oder sonst irgendwas. Ich komme darauf einfach in letzter Zeit nicht klar. Ich weiß nicht, ob Epic Games jetzt daran arbeitet und das mal wieder fixen will oder so, aber früher war es so, man hat ein Heady reingehauen, der hat einen 210er Schaden bekommen und war down. Jetzt gebe ich ein Heady und mache nur einen 85er Schaden und es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Ich verstehe diesen Spray von der Shotgun auch mittlerweile gar nicht mehr. Der Typ muss doch drauf gehen, Leute. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und ich hoffe, ihr seid auch meiner Meinung. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, aber wenn ich einen Headshot gebe mit einer blauen Pumpgun oder Shotgun, dieser, ihr wisst, was ich meine, diese One-Shot-Dings, diese blaue einfach, keine Ahnung, Leute, ihr seht eh im Hintergrund. Wenn ich damit auf den Kopf treffe, perfekt, auf den Kopf treffe, der Typ muss doch tot sein. Sowas kann man noch nicht überleben. Und dann ein 85er Schaden. Leute, ich sehe es sogar, ich bin im Zweikampf. Der Typ ist gefühlt 2 Meter vor mir. Ich gebe ihm mit einer blauen Autoshotgun einen Hit, da steht 7. Ich gebe ihm noch einen Hit, 8. Noch ein Hit, 7. Leute, wie funktioniert dieses Schusssystem? Man sieht mittlerweile auch im Kreis oder im Ziel Scope-Things, ihr wisst, was ich meine, diese Zielvorrichtungen oder diese Zielpunkt, genau so das wollte ich sagen, da seht ihr, wie viel Schrotpatronen ihr getroffen haben. Und 3 Schrotpatronen treffen nur, obwohl ich komplett auf dem Gegner drauf bin. Das kann nicht sein. Epic Games muss da irgendwas machen in Zukunft, sonst nervt mich diese Shotgun einfach nur noch. Ich spiele mittlerweile nur noch die taktische MP. Ich finde die im Nahkampf deutlich besser oder die normale MP geht auch auf jeden Fall. Aber die Shotgun bleibt definitiv bei mir liegen. Die Heavy Shotgun habe ich eh schon noch nie gefeiert, diese lila, ne? Ich fand die bis jetzt schon immer ranz. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, da connected einfach gar nichts gefühlt. Mittlerweile connectet die Auto-Shotgun auch nicht mehr und ja, die blaue Pump, also diese One-Shot-Shotgun, trifft auch nichts mehr. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung. Double Shotgun wurde ja auch genervt, also das funktioniert auch gar nicht mehr. Man muss jetzt warten, hat einen kleinen Delay. Deswegen lasse ich die Shotguns mittlerweile schon immer liegen und denke mir so, dann greife ich lieber zur taktischen MP. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, was macht ihr da stattdessen? Welche Waffen nehmt ihr mit? Ich werde mittlerweile sogar von einer Minigun geholt oder von dieser Tommy Gun geholt und die ist im Nahkampf sogar besser als eine Shotgun. Das darf einfach nicht sein. Epic Games, bitte fix das, sonst bringt dieses Spiel, macht einfach keinen Sinn mehr. Es macht einfach logisch einfach gar keinen Sinn mehr und schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung im Kommentar. Das interessiert mich hardcore. Ich gebe auch jedem ein Herz, der irgendwas kommentiert hat. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ansonsten, wenn ihr den Battle Pass noch nicht habt und den Battle Pass bekommen möchtet, dann lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da. Abonniert nicht vergessen, weiter passen und natürlich die Glocke aktivieren und Hashtag Tactics Army in die Kommentare schreiben. Da macht ihr auch schon beim Gewinnspiel mit und könnt bis zum 19. in 3 Tagen, wenn die neuen Herausforderungen kommen, einen Battle Pass gewinnen und dann könnt ihr euch halt, wie gesagt, den Battle Pass kaufen mit dem Geld oder ihr könnt euch auch einen Skin kaufen für die Leute, die den schon Battle Pass haben. Ich mache es einfach für die Leute, die einfach nichts kaufen dürfen, wo die Eltern einfach sagen, nee, darfst du nicht oder sonst irgendwas. Dem möchte ich das ermöglichen oder vielleicht Leute auch, die sich das nicht leisten können. Geht ja auch.
Deswegen möchte ich das ermöglichen. Auf jeden Fall mitmachen und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Da sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.